Willkommen zurück. Wir sind immer noch im Arbeitsrecht. Wir sind bei den Arbeitsverträgen und da bei den befristeten Arbeitsverträgen. Und wir haben gesehen, es gibt die Befristung mit sachlichem Grund. Dafür gibt es eine eigene Mindmap. Und die Befristung ohne sachlichen Grund. Und das ist unser Thema für diese Mindmap, für dieses Video. Die Rechtsgrundlage ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das man abkürzt mit TZBFG, Teilzeit- und Befristungsgesetz. Es schadet nichts, wenn man ab und zu auch mal hier reinschaut, vor allem dann, wenn ich Paragraphen nenne, das im Gesetz nachzulesen hilft. Was gibt es für Möglichkeiten? Möglichkeiten, ohne Sachgrund einen Arbeitsvertrag zu befristen. Ja, das ist ja eine Sache, die im Grunde dem Ganzen widerspricht. Es gibt entweder unbefristete Arbeitsverträge oder man sagt, wir befristen den Arbeitsvertrag, weil wir diesen Arbeitnehmer nur wirklich beschäftigen können für die Dauer des Projektes A. Und jetzt kommt hier die Befristung ohne sachlichen Grund um die Ecke, für die es so gesehen gar keine Rechtfertigung gibt. Ja, und wir haben gesehen, man kann durch befristete Arbeitsverträge den Kündigungsschutz komplett aushebeln. Na, indem man einfach die Arbeitsverträge auslaufen lässt und dadurch als Arbeitgeber den Arbeitnehmer los ist. Deswegen ist gerade die Befristung ohne sachlichen Grund sehr streng gesetzlich geregelt, weil man genau das verhindern möchte, dass der Kündigungsschutz ausgehebelt wird. Ob das gelungen ist, ich habe so meine Zweifel. Und vor allem sind sehr viele Arbeitnehmer aus der relativen Sicherheit eines unbefristeten Arbeitsvertrages in die Unsicherheit eines befristeten Arbeitsvertrages rübergeschoben worden. So viel können wir also mittlerweile sagen. Das ist, in manchen Branchen ist das mittlerweile Standard geworden, dass die Arbeitsverträge nur noch befristet sind. Das heißt, der Arbeitnehmer hängt im Grunde ständig in der Luft, denn 2 Jahre gehen ganz schnell vorbei und dann muss er wieder zittern, ob sein Arbeitsvertrag verlängert wird oder nicht. Und so weiter. Keine gute Entwicklung. So, schauen wir also in den Paragraph 14 Absatz 2 im Teilzeitbefristungsgesetz, ich kürze ab TZBFG, und dieser 14 Absatz 2 ist im Prinzip der wichtigste Absatz. Wichtigste Paragraph und der Absatz 2, der wichtigste Absatz, weil hier grundsätzlich geregelt wird, du darfst befristen für 2 Jahre ohne Sachgrund mit dreifacher Verlängerungsmöglichkeit, gemeint innerhalb der 2 Jahre. Ja, du kannst also den Arbeitnehmer zum Beispiel erst für 6 Monate einstellen, dann kannst du verlängern für weitere 6 Monate, da hast du 12 Monate, dann verlängerst du nochmal für zum Beispiel 6 Monate und dann verlängerst du nochmal für zum Beispiel 6 Monate, dann hast du 24 Monate, damit 2 Jahre. Das ist möglich. Es ist auch möglich, zwischendurch mal für 3 Monate zu verlängern und dann für 9 Monate. Ja, innerhalb dieser 2 Jahre darf man eben nur maximal dreimal verlängern, aber welche Zeiträume dadurch abgegrenzt sind, da ist der Arbeitgeber flexibel. Aber Achtung! Achtung! Verlängerung, Nichtveränderung. Da muss man als Arbeitgeber aufpassen. In diesem Bereich hier lauern viele Fallstricke. Und das ist so ein Fallstrick. Ja, man darf, wenn man so ein Konstrukt wählt, wie ich es gerade beschrieben habe, lediglich den
gleichen Vertrag mit den gleichen inhaltlichen Regelungen nur rein zeitlich behandeln. Das heißt, noch einmal zum Beispiel für 6 Monate verlängern, aber inhaltlich am besten kein Komma verändern. Auch nicht, wenn es zum Vorteil des Arbeitnehmers ist. Dann hat man nicht den gleichen Arbeitsvertrag verlängert, sondern man hat in gewisser Weise hier einen neuen Arbeitsvertrag geschaffen. Und damit fliegt die Befristung ohne sachlichen Grund, die fliegt aus dem Fenster. Ja, also man sollte hier sehr, 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 sehr vorsichtig sein und nur wirklich den Zeitraum verlängern, aber inhaltlich den Vertrag nicht anrühren. Ja, weil man sonst in diverse rechtliche Probleme kommt. Ich spreche aus Sicht des Arbeitgebers. So, jetzt haben wir schon gesehen in unserem Überblick, dass es Ausnahmen gibt hier zu den 2 Jahren. Da ist der 14.2a. Ja, dieses A ist dann Hinweis, dass da später noch etwas zugefügt wurde, der Absatz 2. Und dann hat man den 2a an der Stelle zugefügt, weil es auch an der Stelle inhaltlich passt. Und hat gesagt, bei Existenzgründung, wenn also das Unternehmen neu gegründet wird, bei Existenzgründung kannst du machen 4 Jahre. Und du kannst machen mehr Verlängerungen. Na, du bist also nicht an diese Begrenzung der dreifachen, der nur dreifachen Verlängerungsmöglichkeit gebunden, sondern kannst auf 4 Jahre befristen und kannst innerhalb der 4 Jahre öfters verlängern als 3-mal. Ist ja eine Möglichkeit. Und dann müssen wir Möglichkeiten und Eingrenzungen, müsste eigentlich die Überschrift hier lauten. Das Ganze gilt nur bei Neueinstellung. Das heißt, der Arbeitnehmer war vorher noch nicht in diesem Unternehmen beschäftigt. Und auch das ist in diesem Paragraph 14 Absatz 2 TZBFG geregelt. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Gibt es noch weitere Ausnahmen? Ja, eine zweite Ausnahme sollte uns noch einfallen. Ja, stellen wir uns wieder hier vor, ein mündliches Prüfungsgespräch. Und das ist natürlich jemand, der auf eine 2 oder 1 geprüft wird. Na, wenn der Prüfer in diese Bereiche geht, dann gibt es 2 Gründe. Der erste ist das einzige Bereich, wo sich der Prüfer gut auskennt. Und der zweite Grund ist, da wird jemand auf eine 2 oder 1 geprüft, denn das ist schon eine relativ komplizierte Materie hier. Der Prüfer fragt, der 14 Absatz 2 ist ja sehr restriktiv, Sie haben 2 Jahre. Ja, aber immerhin, man kann innerhalb der 2 Jahre 3-mal verlängern, sagt der Prüfling dann, sagt der Prüfer wunderbar. Gibt es aber Ausnahmemöglichkeiten oder Ausnahmeregeln von diesen 2 Jahren? Ja, sagt der Prüfling, bei Existenzgründung eines Unternehmens ist die Frist nicht 2 Jahre, sondern 4 Jahre. Der Prüfer sagt, wunderbar. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wenn Sie an die Art der Arbeitnehmer denken, die Sie einstellen? Da gibt er direkt einen Hinweis noch. Und dann sollte man drauf kommen, ältere Arbeitnehmer. Ich kürze ab, AN. Ältere Arbeitnehmer, Paragraph 14 Absatz 3 TZ. B, F, G. Ja, also nach dem Absatz 2 kommt dann der Absatz 3 und da sind ein paar Regelungen zu beachten, dass man diese Ausnahmemöglichkeiten nutzen kann. Der Arbeitnehmer ist mindestens 52 Jahre alt und mindestens 4 Monate arbeitslos gemeldet, ja, also beides, arbeitslos und als Arbeitsloser gemeldet, muss also mindestens 4 Monate arbeitslos gemeldet gewesen sein, wenn man jetzt diese Ausnahmemöglichkeit
konstruieren will. Und dann gilt maximal 5 Jahre erlaubt. Ja, man darf also den Arbeitsvertrag auf maximal 5 Jahre befristen und es gilt häufiger als 3-mal verlängerbar. Schauen wir ins Gesetz. Und es ist immer ganz gut, wenn man die Struktur des Gesetzes vor Augen hat, obwohl das Gesetz, das hier relevant ist, nicht sehr umfangreich ist, ist trotzdem sehr wichtig. Hier ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und schauen Sie mal, es gibt hier 4 Abschnitte. 1., 2., 3., 4. Abschnitt. 1. Abschnitt allgemeine Vorschriften, die ersten 5 Paragraphen. Dann der 2. Abschnitt Teilzeitarbeit. Das hat also mit Befristung zunächst mal direkt nichts zu tun. Und man natürlich auch befristet den Teilzeit einstellen kann. Aber hier ist zunächst mal die Teilzeitarbeit geregelt, und zwar in den Paragraphen 6 bis 13. Deswegen heißt das Ding ja Teilzeit- und Befristungsgesetz. Also sind im Prinzip 2 Dinge geregelt. Einmal die Teilzeitarbeit und die Befristung von Arbeitsverträgen. So, und dann kommen im 3. Abschnitt die befristeten Arbeitsverträge. 2. Abschnitt Teilzeitarbeit. 3. Abschnitt befristete Arbeitsverträge und 4. Abschnitt gemeinsame Vorschriften. Ja, das ist die sehr einfache Struktur. Besonders relevant auch für die Prüfung sind also die Paragraphen 14 bis 21. Ja, die anderen Dinge kommen selten vor. Aber hier 14 bis 21, das sind wirklich die relevanten Paragraphen. Gehen wir in den Paragraph 14, mehrfach schon erwähnt. Ja, wir haben schon gesehen in einem anderen Video, in Absatz 1 sind Beispiele für berechtigte sachliche Befristung. Ja, ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn, und dann kommt hier 1. bis 8. Das heißt aber nicht, dass hier alle Gründe genannt sind, sondern das sind quasi Beispiele. Absatz 2, 14, in Paragraph 14 sagt, ist bis zur Dauer von 2 Jahren die Befristung ohne sachlichen Grund. Ja, ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes, hier steht es, bis zur Dauer von 2 Jahren zulässig. Und hier ist der 2a, das ist die Ausnahme für die Gründung eines Unternehmens, wir haben es schon gesehen. Und jetzt sind wir im Absatz 3, ältere Arbeitnehmer. Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegung eines sachlichen Grundes ist bis zu einer Dauer von 5 Jahren zulässig, ja, haben wir schon festgehalten. Wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat, mit anderen Worten mindestens 52 Jahre alt ist und unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens 4 Monate beschäftigungslos im Sinne von und so weiter gewesen ist. Ja, das sind die Regelungen im Absatz 3. Wir haben sie im Prinzip schon festgehalten. Hier noch bis zu der Gesamtdauer von 5 Jahren ist auch das mehrfache Verlängern des Arbeitsvertrages zulässig. Ja, auch das haben wir schon häufiger als 3-mal verlängerbar. Ja, das haben wir auch schon festgehalten. Ja, das sind die Bedingungen im 14 Absatz 3. Mindestens 52 Jahre alt, mindestens 4 Monate arbeitslos gemeldet. Maximal 5 Jahre ist die Befristung erlaubt und innerhalb der 5 Jahre kann man häufiger als 3-mal verlängern. So, was ist denn, wenn die Befristung ohne sachlichen Grund ausläuft? Wir nennen das eine Anschlussbefristung. Ja, der befristete Arbeitsvertrag wird im Anschluss an den ersten befristeten Arbeitsvertrag noch einmal befristet. Deswegen Anschlussbefristung. Das heißt, der Gedanke der Befristung wird fortgesetzt. Und diese Anschlussbefristung tritt ja ein, entweder im Normalfall nach 14 Absatz 2 nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren oder
nach 4 Jahren oder vielleicht nach 5 Jahren. Kann man danach nochmal befristen ohne sachlichen Grund? Und die Antwort lautet nein, Befristung jetzt nur noch aus sachlichem Grund. Aber der sachliche Grund kann auch sein, laut 14 Absatz 1, der Wunsch des Arbeitnehmers. Ja, das sollte man immer wissen. Ich habe es schon im anderen Video gesagt, die Konstellation kann hier durchaus sein, dass dieser Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin super gearbeitet hat. Das Verhältnis war wunderbar, man ist glücklich und keiner möchte sich eigentlich vom anderen trennen. Und jetzt sagt aber die Zentrale, und das ist oft so in der Praxis, dass da irgendeine Zentrale ist, die dann vielleicht noch in den USA sitzt oder sowas und sagt, keine unbefristeten Arbeitsverträge. Befristet könnt ihr, aber unbefristet bitte nicht. So, jetzt ist aber der befristete Arbeitsvertrag ausgelaufen. Alle Verlängerungsmöglichkeiten sind erschöpft. Anschlussbefristung geht jetzt nur noch aus sachlichem Grund. Wo kriegt man den sachlichen Grund her? Nun, der könnte sein auf Wunsch des Arbeitnehmers. Ja, so könnte man dieses Problem, dass eine Zentrale, eine Unternehmenszentrale, die irgendwo sitzt und wo irgendwelche Leute oft fernab von der Realität irgendwas rumbefehlen, könnte man den sachlichen Grund auf dem Wege finden. Ja, der Arbeitnehmer wünscht sich das, denn die Alternative wäre, dass man sich trennen müsste und keiner der beiden Parteien will das, ja, in meinem Beispiel. Gut, das war's zu diesem Thema. Naja, eigentlich noch nicht, weil wir müssen noch drüber sprechen, was passiert, wenn die Befristung unwirksam war. Zum Beispiel, dass man die Schriftform nicht beachtet hat, denn das muss man immer wissen. Für befristete Arbeitsverträge ist die Schriftform vorgeschrieben. Ja, was ist, wenn man die Schriftform nicht beachtet hat? Oder was ist, wenn der sachliche Grund kein sachlicher Grund war? Oder was ist, wenn unzulässig verlängert wurde und es war gar nicht mehr möglich zu verlängern? Ja, darüber müssen wir noch sprechen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.